Hat dich eine Crew als Köder benutzt? War das ein Kompliment? Du siehst anders aus. Versuch's nochmal. Hey Rogue, bereit? Vielleicht wird's dann was für die Schau. Wollen wir? Wo ist Johnny? Doch ein Rückzieher gemacht. Er kommt später dazu. Du hältst ihn an der kurzen Leine. Weise für dein Alter. Johnnys Porsche? Woher hast du den? Der war in dem Container, von dem Grayson geredet hat. Okay. Viele Erinnerungen in diesem Auto. Fahren wir. Ist Silver Pixel Cloud dein Lieblingsort? Früher mal. War aber ewig nicht da. Drive-ins sind schon ewig nicht mehr im Trend. Aber Silver Pixel gibt's immer. Klingt nach einem guten Ort für ein Date. Fand ich auch. Deshalb wollte ich mit Johnny herkommen. Vor einer halben Ewigkeit. Das war nicht seine Idee? Als ob. Romantisch war für ihn, Arasakas Hauptquartier hochzujagen. Okay, V. Sag mir, was los ist. Im Ernst. Was meinst du? Johnny tut nie irgendetwas ohne Hintergedanken. Also, was will er diesmal? Er hat sich verändert. Er will wirklich nur Zeit mit dir verbringen. Kein Haken, keine Sprüche, kein Ballast. Na gut. Rogue? Ich muss das verarbeiten. Ein selbstloser Johnny Silverhand. Du scheinst einen guten Einfluss auf ihn zu haben.
Da sind wir. Fuck. Ich glaub's ja nicht. Ist wirklich lange her. Die haben das Ding echt zugemacht. Wie? Versuch reinzukommen. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut, dann los. Ich guck zu. Das wird uns nicht aufhalten. Ihr kriegt euer Date. Na gut, dann los. Ich guck zu. Okay, das Passwort habe ich. Wir gehen also wirklich ins Kino. Schalala. Gut gemacht. Bring den Projektor in Gang. Ich besorge uns gute Plätze. Alles klar. Genau da wollte ich mit dir hin. Vor über 50 Jahren. Okay, sehen wir uns den Projektor an. Der Eingang ist gleich hier. Ah, interessant. Okay, hab den Projektor gefunden. Weißt du, wie man den wieder zum Laufen bringt? Gleich sehen wir's. Sieh mal, zuletzt gespielt Bushido 10. Perfekt. Das sieht nach einem richtigen Scheißfilm aus. Wie? Wir sind dann im Drive-In. Der Film interessiert hier absolut keinen. Ich will nur Hintergrundrauschen. Bisschen Blut, Titten und Gemetzel, mehr nicht. Dann wird Bushido liefern. Okay, wie? Dann husch husch. Ich übernehme jetzt. Viel Spaß, ihr Verrückten. Das hier sind die besten Plätze. Komm rauf. So vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssten sich ändern, damit wir endlich ins Kino gehen. Dachte nur nicht, sie müssten sich so sehr ändern. Tun wir so, als wäre es 2015, ja? Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Arsch du bist. Klar. Ich habe dich übrigens hergeschleppt, damit wir vögeln können. Wäre rein technisch möglich, weißt du? Okay, es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Ich würde alles tun, um dich nicht zu verlieren. Johnny, ich... Hey, was ist denn? Nichts. Es ist nur... Ich habe viel nachgedacht, während du weg warst. Was wäre, wenn... Und so. Ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was. Johnny, ich verschweige dir eine ganze Menge. Aber wir haben nur diese Nacht. Die ist mehr, als ich mir erträumt hätte. Rogue, ich habe nicht viel Zeit und dieser Körper ist nur geborgt. Aber ich bin hier. Thank you.
Das wäre nicht fair. Ich dachte, du willst das. Wollte ich auch. Ich wollte so tun, als wäre nichts anders. Als wäre ich noch die Rogue, die du kanntest. Hab mich sogar fast selbst davon überzeugt. Ich fahre alleine zurück. Rogue! Fuck! Worüber habt ihr gestritten? Keine Ahnung. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sagt mir nicht warum. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson, wie komisch das alles war? Komisch würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Ist gut. Also, warum sind wir genau hier? Abgehört, Carrie hat sich hier eine Bude gekauft. Ihm geht's gut. Wo hast du denn was von Carrie gehört? Naja, hier und da. Die Screamsheets sind voll mit Zeug über ihn. Ach ja, warst du nicht dabei? Mhm, deine wilde Nacht. Und du willst ihn besuchen, oder was? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, ich soll zu Carrie. Mich umsehen. Die Gardinen schlecht reden? In den Screamsheet steht, er ist depressiv. Hätte versucht, sich umzubringen. Was? Meinst du wirklich, er tut sich was an? Keine Ahnung. Könnte ihm aber den einen oder anderen Tipp geben. Soll heißen, du willst persönlich gehen. Du willst wieder die Kontrolle? Ja. Ich hab mich doch letztes Mal benommen, oder nicht? Würde also nichts gegen noch eine Runde Freigang sprechen. Okay,
Aber ich will wissen, was du vorhast. Nichts Dummes, versprochen. Will nur sehen, wie es ihm geht. Wie willst du ihm sagen, dass du es bist? Vielleicht macht er gerade irgendeine Scheiße durch. Keine gute Idee, dann noch seinen Kopf zu ficken. Carrie hat immer eine Scheiße durchgemacht. Trotz allem oder genau deshalb sind wir dennoch klargekommen. Keine Angst. Ich taste mich sachte ran und improvisiere. Aber erst müssen wir ins Haus kommen. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn du übernehmen willst. Was ist denn das für Freak-Tag? Hässlich. Ich hoffe, es war wenigstens teuer. Anders lässt sich diese Spießerbude nicht erklären. Echt krasse Sammlung. Okay. Jetzt bin ich beeindruckt. Ein paar davon habe ich zu Samurai-Zeiten selbst geschrieben. Scheint unter der Dusche zu sein. Alleine, zum Glück. Glaub mir. Okay, überlass den Rest mir. Ich hole ihn hier raus. Schmeiß dir eine von Mistys Wunderpillen ein. Na los. Okay. Schon viel besser. Okay, mal sehen, welche nur zum Angeben und welche tatsächlich spielbar sind. Wer zur Hölle? Spiel weiter! Genug gespielt. Du weißt, wer ich bin. Johnny? Carrie? Nein, das muss ein verdammter Scherz sein. Moment. Was sagte Silverhand mir zuletzt vor seinem Tod? Dass du Samurai verlassen und deinen eigenen Weg gehen sollst. Offensichtlich hatte ich recht, wie so oft. Scheiß Johnny Silverhand. Was zur Hölle? Ich meine, wie? Überraschung. Hurensohn! Du
Schon klar. Hast mich nicht erwartet. Im Gegenteil. Auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Siehst anders aus. Silvertits. Wolltest mal was Neues probieren. Siehst aber selbst auch nicht übel aus. Scheiße. Johnny Silverhand. Oh Mann, ich brauche einen Drink. Na los, sag schon. Warum rennst du wie ein Klepto-Punk aus dem Afterlife rum? Ha? Das ist wie. Du würdest sie mögen. Scheiße, Johnny. Das erklärt gar nichts. Nette Bude. Ja, hab noch nicht viel davon gehabt. Bin eingezogen, nachdem das vierte Album draußen war. Schreit nach Sellout, Carrie. Fick dich, Johnny. Fang gar nicht erst an. Und, bei welchem Label? Bei Arasaka. Wo sonst? Morgens nehme ich in ihrem Studio auf und abends schaut Yuri oft zum gemeinsamen Kochen vorbei. Aha. Und bei wem bist du wirklich unter Vertrag? MSM Records. Noch so ein Pfeiler der Gesellschaft. Komm, setz dich. Erzähl mal, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Das ist eine verdammt lange Geschichte. Hauptsache tragisch. Ich hoffe, du hattest ein paar richtig elende Jahre. Denn wenn ich jetzt höre, du warst bei Nomaden, offene Straße, Wind im Haar, oder hast relaxed im Orbit gechillt und platzt jetzt rein, um mir mein Leben zu versauen, dann raste ich aus. Hör zu und urteile selbst. Fuck, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Ja, und er hat richtig scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Bess Isis geändert. Arbeitet für N54 News. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Ein kleines Wiedersehen? Könnten zusammen jammen oder so? Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ich meine, ich hab einen Ruf zu verlieren. Also gut, machen wir's. Fuck. Jawoll! Okay. Ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Mhm. Wenn ich nicht da bin, klär's mit wie. Okay. Kommt ihr beide klar? In letzter Zeit nicht. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Johnny, alles okay? Nein. Ah, du musst wie sein. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Habt ihr zwei euch amüsiert? Klingst ein bisschen unzufrieden. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen. Was ist mit dieser Konzertnummer? Das hast du gehört? Die Wirkung hatte nachgelassen. Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Okay, ich werde Nancy anrufen. Oh yeah! Nancy, Bess? Bess Isis? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. Steven, N54. Wie kann ich helfen?
Ich will mit Bess reden. Sie ist nicht da. Eine Ahnung, wann sie zurück ist? Sie hätte vor 2 Tagen zurück sein sollen. Sie ist zum Totentanz gegangen, für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie Nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Hab ein mieses Gefühl, wie... Ich glaube, wir sollten auch zum Totentanz. Ah, Carrie, der schöne Schmetterling, steigt aus einer seidigen Samurai-Puppe. Wird mir alles klar. Kein Journalist würde über das Totentanz berichten. Außer Nancy. Ich mag deinen Style. Minimalistin. Hatte früher auch mal solchen Chrom.
Na los, auf zum Totentanz? Geile Scheiße. Dritter Stock. Drück mal, meine Finger sind taub. Hörst du das? Tinnitus heute. Unsere Jungs. Den Song mag ich. Geh schon. Du fällst da gar nicht auf. Man kann mit jedem klarkommen. Fuck. Gibt's doch nicht. Weißt du noch das Tape von Whole Foods? Die Tussi hat Royce gekillt. Nein, niemals. Die wäre bekloppt, hier aufzukreuzen. Warst du das? Ja. Warum? Ihr holt ihm wohl kaum einer nach. Kaum zu glauben. Wir haben den Hauptgewinn gezogen. Verpiss dich von hier! Jetzt! Wie war das bei All Foods? Ich bin nicht blind. Was willst du hier? Sei vorsichtig. Wes Isis. Sagt dir der Name was? Kollegin von dir? Nein, muss sie nur sprechen. Soll hier sein. Nur sprechen. Klar. Ich bring dich hin. Das läuft alles zu geschmiert. Eigentlich sollte ich dir danken. Wofür? Du hast Royce aus dem Weg geräumt. Wurde auch Zeit. Hat sich auch für mich gelohnt. Kein Problem. Jederzeit. Durchsucht, Tonda. Dass sie trotzdem noch Hilfe rufen konnte? Das ist Nance. Sieht übel aus. Was? Ich hab keinen gerufen. Ich kenn die gar nicht. Wir aber. Und wir wollen nicht nochmal so einen Scheiß hier, verdammt. Oh yeah, das ist geil. Stopp! Danke. Schaffen wir sie hier raus. Also, wer bist du? Wie? Carrie Uridine schickt mich. Carrie? Fuck, ich raff nichts mehr. Echt nichts. Hab wohl zu viel Zeit mit Paranoia Patty da drinnen verbracht. Es geht um Samurai. Erklär ich später, okay? Okay. Hauen wir ab. Mir nach, ich bring uns hier raus. Da drüben ist ein Aufzug. Gehen wir! Damit.
Dein Auto ist raus. Warum ist der Aufzug in diesem Loch so scheiß lahm? Alles in Ordnung? Ging mir schon besser. Die Schlampe war überzeugt, ich wäre eine Schnüfflerin. Okay, komm. Scheiße, hoffentlich ist mein Auto jetzt noch da. Raus damit. Warum bist du wirklich hier? Für eine Story über die Musik im Totentanz. Kein Wunder, dass Patricia dir das nicht abgekauft hat. Diese dreckigen Wichser! Ah, gibt Schlimmeres. Ist doch ein nettes Andenken. Scheiß auf Andenken. Ich fahr direkt zurück zum Schneiderraum. Komm mit, wenn du reden willst. Hoffentlich kommen wir in der Schrottkarre in einem Stück an. Okay, also was will Carol? Samurai zusammenbringen. Für ein Gig, eine Nacht. Ohne Silverhand gibt es kein Samurai. Ich spiele für Johnny. Du? Sagen wir einfach, Silverhand war eher Visionär als Musiker. Ich pack das, glaub mir. Na gut, wenn Carrie dabei ist, was hab ich davon? Hab gerade deinen Arsch gerettet. Von mir aus hättest du warten können, bis ich Material hab. Ach, Patricia, diese paranoide Fotze. Ich wünschte, ich wäre da gewesen, als dieser Royce das Sagen hatte. Nein, tust du nicht. Glaub mir. Wir sind da. Steig aus. Okay. Und was ist mit dem Konzert? Sag Harry, ich kümmere mich drum. Wir hören uns. Okay. Danke. Das lief verdammt gut. Ruf Harry an. Hey. Wie war's? Hast du Lance erreicht? Ja, sie ist dabei. Will sogar den Gig organisieren. Immer noch ein Kontrollfreak. Schön. Gab ein paar Reibereien mit den netten Leuten von Meltzer. Geile Sache. Hör zu, ich hab Henry erreicht. Nun, hab ihn aus dem Entzug geholt. Ist eine coole Story. Henry wusste nicht, dass Danny die ganze Zeit in Night City war. Ist gerade auf dem Weg zu ihr. Wird eine Überraschung. Wir treffen uns alle bei Danny. Ich etwa auch? Warum? Du willst doch mit uns spielen. Dann musst du die anderen treffen. Ich schick dir die Adresse. Wir hören uns. Ansehen wo turka. Style wo turka. Layfield no Boda-Sio-Eron-Daito-Nara. Erabu-Hitsuyo-Wa-Arimasen.
¿Crees que tus deseos más íntimos son inalcanzables? Piénsalo. Siehst du das hier? Was ist hier passiert? Ich war wohl am Renovieren und Henry hat den Laster genommen. Der Depp konnte immer gut improvisieren. Vielleicht sind sie zu Hause. Klingel mal. Also nicht. Müssen wohl einen anderen Weg finden. Carrie ist scheinbar schon hier.
den Arsch offen? Junge, Junge. Danny? Kommt mir scheiß bekannt vor. Was machst du hier? Gut, dass du da bist. Gibt ein Problem. Ist das etwa Henrys Überraschung? Mir ist offensichtlich was entgangen. Scheint irgendwie einen Groll zu heben. Ich auch. Damit also ich hat er den kann. Pool mit Beton gefüllt. Dann sagst du mir Henry vielleicht, warum du mich immer verrecken sehr wolltest. Impulsiv. Verrecken lassen? Was ist mit dem Konzert? Konnte Danny noch nicht ich fragen. Wünschte, du wärst schon tot. Sieht aber gar nicht gut aus. Wie? Rede mit ihnen. Carrie macht es nur noch schlimmer. Verpiss dich, verdammt! Ist das deine Pflegerin? Für den Fall, dass du vergisst, warum du überhaupt hergetorkelt bist? Carrie hat mich geschickt. Wegen dem Konzert. Welches Konzert? Warum redet er nicht selbst mit mir? Wir bringen Samurai zurück. Nur für eine Nacht. Dafür will er die Crew wieder zusammentrommeln? Klingt cool. Wird aber nicht passieren. Ich spiele nicht mit diesem Arschloch. Danny. Nein, niemals. Er oder ich. Entscheidet euch. Wenn Danny auf stur schaltet, war's das. Wie läuft's? Scheiße. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was denn? Carrie bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße. Echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will das nicht entscheiden. Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Fuck, kotzt mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Skop, auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Oh, schon gut. Dann lass uns mit Danny spielen. Fuck, Harry! Ernsthaft? Sie macht doch so einen Scheiß auf, statt nicht ich! Hör zu, ich geb dir... Weißt du was, Carrie? Fick dich! Kein Glück, dass Silverhand das nicht mit ansehen muss. Fertig? Dann hau ab. Und? Was ist jetzt mit Nancy? Ist auch dabei. Sie plant alles und sagt uns Bescheid. Wir sehen uns bei der Show. Fuck! Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Müssen nur auf Nancys Anruf warten.